Hallo Power-Apperinnen. Na, ich kenne euch doch. Ihr macht alle Listen mit Hunderten von Feldern, weil so viel Informationen da rein müssen. Und dann werden die Formulare, die daraus entstehen, einfach nur noch unübersichtlich. Heute zeige ich euch, wie ihr zum Beispiel mit solchen Tabs hier eure Formulare organisiert, dass eure Nutzer wieder den Durchblick haben. Und ab geht's ins Video. Dann wollen wir mal durchstarten. Ich habe hier ein Formular vorbereitet und es hat so viele Felder, beziehungsweise hier sind die halt so angeordnet, dass man hier einen Scrollbalken braucht. Das finde ich immer ein bisschen unschön und am besten finde ich es immer, wenn man die Felder so ein bisschen logisch miteinander gruppiert und sich dann durchklicken kann. Und das kann man zum Beispiel erreichen, wenn man Tabs hier oben hin macht, sodass dann immer nur die relevanten Felder sichtbar werden. Was ich aber auch gleichzeitig erreichen will, dass ich nicht mehrere Formulare auf einmal verwende, sondern innerhalb von einem Steuerformular bleibe. Also wir werden genau in diesem Formular hier immer drin bleiben, dass meine Submit-Form und New-Form-Befehle und sowas funktionieren, weil sonst wird es richtig kompliziert. Und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen hier oben für die verschiedenen Tabs, brauchen wir Buttons. Die setzen wir jetzt quasi hier nebeneinander hin. Ich bearbeite jetzt aber einen Button so, wie er mir gefällt. Ich mache die Radien hier oben ein bisschen kleiner. Top left und top right auf bottom right. Top right auf 5. Bottom left und bottom right auf 0. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Sieht ja schon mal so ein bisschen wie so ein Tab auch aus. Die ganze Magie steckt eigentlich darin, dass ich hier eine Variable vergebe und die nenne ich hier zum Beispiel setVarTab. Und die möchte ich dann immer auf den Wert setzen von der Schaltfläche, die hier gerade aktiviert ist. Statt dass ich jetzt hier eingebe Schaltfläche oder Adresse zum Beispiel für meine erste Schaltfläche, mache ich das ein bisschen anders, dass ich das einfach per Copy und Paste dann rüber kopieren kann und schreibe hier drauf self.text. Self.text, self bezieht sich hier auf das Steuerelement selber und self.text ist eben das, was hier drauf steht, ist jetzt Schaltfläche und jetzt nenne ich das hier Adresse. Jetzt mache ich noch ein paar andere Sachen und sage eben, ich möchte, dass wenn du selber ausgewählt bist, dann soll es grün sein und sonst so einen Grauton haben. Also if var tab gleich self.text, nehme ich hier wieder diesen. Dann den Button fill, das ist in dem Fall hier dieses Grün aus meiner Vorlage. Und wenn nicht, dann nimm bitte Colors Gray. Und dann nehme ich hier diesen Button und kopiere ihn mir viermal nebeneinander. Nenne die Kategorien hier Betreuung, Sonstiges und Anlagen. Und jetzt sehen wir auch gleich schon, was hier passiert. Wenn ich hier drauf drücke, dann wechselt der VarTab, nämlich immer zwischen Adresse, Betreuung, Sonstiges und Anlagen. Um es zu verdeutlichen, mache ich hier mal noch schnell einen Text hin mit dem VarTab. Also seht ihr hier mal auf die markierte Kategorie. Und entsprechend ändert sich immer hier die Hintergrundfarbe, dass der Nutzer dann auch weiß, in welchem Menü wir gerade sind. Und jetzt bleibt nur noch der kleine Teil, hier dann entsprechend auch die Felder aufzuteilen. Ich habe sie schon nacheinander so angeordnet, dass es sinnig ist.
Und da möchte ich dann die ersten vier hier zu Adresse zuordnen. Ich kann hier leider nicht mehrere gleichzeitig markieren. Ich muss die ganzen Data Cards nehmen. Und da nehme ich hier auf Visible. Wartab ist gleich Adresse. So. Und jetzt hier auch die Adresse. Hier auch die Adresse. Und hier auch die Adresse. Und ihr seht jetzt, wenn ich was anderes auswähle, dann müssten die hier verschwinden. Und so ist es auch. Und im Schnelldurchlauf werde ich jetzt hier auch noch die anderen zu Betreuung, Sonstiges und Anlagen zuordnen. Und schon bin ich fertig mit meinem Menü. Dann möchte ich euch an der Stelle einfach noch eine Anregung mitgeben, wie man das Ganze auch lösen könnte. Und zwar, wenn man hier so einen neuen Datensatz anlegt, dann sieht man es oft, dass es so einen Fortschrittsbalken gibt, der einen da durchführt. Vor allem im Handyformat macht sich das dann auch richtig gut. Und dann kann ich hier was eintragen, auf Weiter tippen und weiter und weiter und weiter und dann auf dem letzten Screen hier quasi auf Absenden und hier würde dann mein Submit-Form draufstehen. Ändert sich. Und wie ich das gelöst habe, schauen wir uns hier einfach mal kurz an. Hier gibt es eine Variable, die nennt sich VarFortschritt. Die wird hier zum ersten Mal im OnVisible in diesem Bildschirm festgesetzt. Das heißt, wenn ich neu auf diesen Bildschirm komme, dann wird VarFortschritt auf 1 gesetzt. Und jedes Mal, wenn ich hier auf den Weiterpfeil drücke, dann wird VarFortschritt um 1 erhöht. Also wenn ich einmal drauf drücke, dann ist es 2, 3, 4 und 5. Kann ich hier auch noch mal kurz darstellen. Und wieder zurück. Und jetzt habe ich hier in das Visible dann eben nicht Adresse reingeschrieben, sondern VarFortschritt ist gleich 1 in alle vier Felder. Hier drin steht VarFortschritt ist gleich 2. Hier drin steht VarFortschritt 3, 4 und auf dem Button hier, der gehört gar nicht zu dem Formular dazu, aber hier steht dann im Visible eben drin, VarFortschritt ist gleich 5. Falls ihr euch noch fragt, wie der Fortschrittsbalken hier oben entstanden ist, auch dazu ganz kurz noch hier. Hier habe ich in den beiden den Display-Mode noch angepasst, also nur wenn man hier auf größer 1 ist, dann darf man hier drauf drücken, sonst wird es ausgegraut. Hier dann entsprechend der Display-Mode auf kleiner 5 edit, sonst disabled, weil sonst würde es hier immer weitergehen auf 6, 7 und 8, dann passiert hier aber nichts Sinnvolles. Und jetzt habe ich hier noch zwei Balken. Einen als Untergrund, das ist, sind jeweils die gleichen Farben, aber einmal um 80% hier gefadet. Das ist so der gleiche Farbton, aber so leicht durchsichtig ist. Hier habe ich dann eine Variable Weite von den Balken eingegeben. Der untere ist genau 700 breit und der obere ist dann eben 700 geteilt durch 4 mal VarFortschritt minus 1. Das heißt, wenn der VarFortschritt 1 ist, dann ist der 0 breit und sonst dann eben in 4 Abstufungen bis 700 breit und sieht dann so aus. Und das war auch schon alles, was ich euch für heute zeigen wollte. Wenn du dich gefragt hast, warum die App eigentlich so schön aussah und warum ich da statt Farbwerten irgendwelche Worte reingeschrieben habe, dann zeige ich dir hier nochmal, wie du ein Template für deine App erstellst. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder kreative Ideen, was ihr damit in euren Formularen anstellen könnt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten bitte Daumen nach oben und gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Robin.